Jens, sag Ja. mal, was machst denn du da mit dem Bird of Prey? Ne, ich baue hier die Tarnvorrichtung aus. Die soll auch in deinen Chrysler C300. Wir wollen doch morgen die örtliche Sparkasse überfallen. Ja gut, Banküberfall aber hin oder her, aber gegen geltendes Recht möchte ich eigentlich nicht verstoßen. Ja, komm, schreib's doch einfach auf unsere Liste, oder? Ja, okay. Final form of power. This is the Sci-Fi News Video Review with your hosts Daniel and Jens. Ja, hallo liebe Leute, da ist es wieder zurück, das Sci-Fi-News.de Video Review. Ja, we can do it, sage ich einmal gerne. The Bounty, das ist die neue Episode. Ist das jetzt, gehört das jetzt eigentlich auch zum Nestle-Konzern? Ist das so? Jens? Bestimmt. Ist doch alles Lebensmittelmafia. Oh, da, ihr Schweine! So. Ja, genau. Hoffentlich gibt es da keinen Rückruf. Ja? Also, Prost auf euch da draußen, die wieder fantastische Kommentare zu unseren Video-Reviews hier hinterlassen habt in der vergangenen Woche. Vielen herzlichen Dank für euer ganzes Feedback auch ja zu dem Segment mit den Zuschauerkommentaren. Und wir nehmen das natürlich ernst. Da wird's mehr geben in Zukunft. Da wird's mehr geben. Wir wollen das so richtig, ja. Wir wollen euch so richtig featuren hier auf dem Kanal. Und deswegen können wir schon verraten, was wir da machen werden, Jens? Können wir jetzt sagen, wir wollen gerne mit euch diskutieren, auch nach der Episode. Und deswegen planen wir ein Format, das vielleicht dienstags abends erscheinen könnte, wo wir nochmal alle Zuschauerkommentare nochmal detailliert uns anschauen, darauf eingehen, beantworten und natürlich auch gerne nochmal Meinungen populär präsentieren. Sowohl kritische als auch Leute, die uns zustimmen. Ganz transparent und uns macht das einfach Spaß, mit euch zu kommunizieren, mit der Community. Und wo wir gerade bei Kommunizieren sind und Community, Daniel, hier nochmal der Aufruf. Am 14. April planen wir wieder ein großes Zuschauer-Review, eine Sendung mit einem Zuschauer. Da sind schon viele Bewerbungen eingetroffen, aber bewerbt euch ruhig weiter. Genau, gewinnen@scifinews.de. Ich glaube, die Adresse ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wir freuen uns darauf und ja, Daniel. Ich freue mich auch wieder, mit dir hier heute diese tolle Episode besprechen zu dürfen. Ach Jens, deine Worte, die machen meine Nippel immer hart. Darauf ist einfach Verlass. Und ich hab hier noch eine Frage. Ich lese hier bei dir da unten, du weichst nie ab von der Route und drehst noch eine Runde. Ja. Zeigst du den Ladies auch deine Einspritzpumpe? Ja gut, das zeigt natürlich wieder deine Unwissenheit, ja. Du weißt ja, ich fahre ein 78er V8, 7,5 Liter. Und da haben wir natürlich eine Vergasermaschine und keinen Einspritzer. Ne? Und da gibt es keine Einspritzpumpe, Daniel. Es tut mir natürlich herzlich leid für dich. Ja, verdammt. Verdammt. Ja. Ja, gut. Gut, jetzt habe ich hier noch einen Karl auf meinem Zettel, Knecht Ruprecht, der nutzt ja auch einen Routenplaner. Aber das passt jetzt irgendwie nicht in diesen ganzen. Ja, weiß ich nicht. Warum hältst du dich eigentlich nicht an die Dispo? An die Dispo? Ja, ich weiß, ich musste noch Wäsche aufhängen. Ja, verdammt. Gut, liebe Leute, also schreibt eine E-Mail an gewinnen@scifinews.de. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen. Was sollen die Leute da schicken? Einfach kurzes Porträt, Unterwäschenfoto und diese ganzen üblichen Themen, die Unterwäschenfoto, man auch bei einem Mietvertrag mitschickt? Kleine Vita, was habt ihr gemacht, ne, seit der Grundschule etc.? Ne? Blutgruppe. So verschickt, genau. Nein, eine kurze Vorstellung mit Name, Bild muss nicht unbedingt sein, wäre natürlich schön. Und was euch an dem Format gefällt oder nicht gefällt und warum ihr in die Sendung wollt, das ist doch, ja. Das wäre doch mal was, oder? Und Jens, ich bin letzte Woche gefragt worden, sag mal Daniel, wo kaufst du eigentlich deine Kleidung? Okay, ja, und wo kaufst du sie? Bei Walmart tatsächlich. Okay. Also das T-Shirt habe ich aus dem hervorragenden Einzelhandelsgeschäft Walmart. Aber ich bin tatsächlich gefragt worden wegen dem Yoda-Pullover, den ich Grogu-Pullover, Entschuldigung, den ich letzte Woche getragen habe. Ich werde die Links mal in der Videobeschreibung posten. Das sind dann Amazon Affiliate-Links. Da könnt ihr also diesen fantastischen Pullover bestellen und ich glaube, ich krieg dann 0,03% Provision oder irgend so ein Scheiß.
Und davon kaufen wir Preise, die wir natürlich wieder an euch verlosen. Wir haben ja auch immer noch aus dem hier Video-Review zu Lower Decks müssen wir noch das Gewinnspiel auflösen. Da haben wir immer gesagt, das machen wir, wenn die Prodigy-Review kommt. Und so bleibt das auch. Aber wir sind schon in Vorbereitung, der große Live-Event, weil zum Staffelfinale, zum Serienfinale von Star Trek Picard werden wir uns live sehen am Samstag nach der Episodenausstrahlung. Das könnt ihr euch also auch schon mal im Kalender markieren. Jens, welches Datum ist das? Der 22. April natürlich. Fantastisch. Du bist immer hervorragend vorbereitet. Ja. Und für alle, die sich jetzt noch darauf vorbereiten wollen, die lassen am besten das Abo da, drücken jetzt die Glocke und den Abonnieren-Button. Und wir, mein Lieber, wir gehen in die Dia-Show zur 6. Episode Star Trek Picard, The Bounty. Wir haben mehr als 50% geschafft. Hier ist das Prozent 60. Und wir beginnen mit hier so einer Boje. Einer Boje, kennt man ja aus dem Schwimmbad, da sind mit diesen dicken Kindern immer umgebunden. Und hier, na, also eine Boje im Weltall, wo die USS Titan ja so ein paar Brotkrumen streut. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. So eine falsche Fährte, glaube ich, soll das ja sein, weil sie wirft ja diese Bojen ab und dann kommen immer halt die Föderationsschiffe und. Es kommen ja nicht nur die Föderationsschiffe angeflogen, sondern auch der Würger. Die Shrike ist back. Ja, die spielen da so ein bisschen Katz und Maus. Und die ersten Szenen spielen ja dann tatsächlich auch auf der Shrike, wo hier Vedek Merkel sich darüber schön bringt, dass nach 16 Jahren erfolgreicher Kanzlerschaft Angela Merkel es geschafft hat, eine Rolle in Star Trek Picard zu bekommen. Und gut. dass sie jetzt auch vor allem Frauenkleider trägt. Genau, richtig. Und eigentlich auch mal lospaffen kann vor der Kamera. Ja? Das ist sehr, ich finde das auch super, dass ich jetzt gerade diese schöne orange Thermoskanne zur Hand hatte. Ja. Nicht immer nur die Raute, auch mal die Zigarre. Ja? Genug des Scherzes, ja. Sie ist ja da höchst unzufrieden mit der Performance, mit ihrer eigenen Performance und auch der Crew irgendwie. Und ja, dann sagt sie ja sowas, Mensch, sie will jetzt endlich auch mal wieder leblose Körper im Weltraum treiben sehen und sie will endlich auch mal wieder irgendwie. Ja, sag doch. Als ich eines Morgens aufmachte und dachte mir, ach Mensch, ich will wieder leblose Körper im Weltraum treiben sehen. Und unsere Brüder und Schwestern, die irgendwie jetzt bei der Sternenflotte da rumhängen und sich da so maskieren müssen, die müssen wir jetzt auch mal langsam da rausholen. Und ja, sie ist da so ein bisschen im Agro-Modus und hat dann irgendwie so einen ausgefeilten Plan, dass man ja irgendwie alle Kollegen, alle Freunde, Familienmitglieder von Jean-Luc Picard aufspüren will und dann sich irgendwie greifen will. Aber da kommen wir ja noch am Ende der Episode zu. Und ja, es wird auch jemand erschossen, der an ihrer zweifelt. Ja, sicher, weil also Change Management, das nimmt sie ernst. Change Management, das passt. Genau, also, du Schwein. Und sie verwendet wieder, und das haben wir jetzt ja im Verlaufe dieser Staffel schon öfter gehört, also diese Hardcore-Fixierung der Autorinnen und Autoren oder auch des Showrunners Herrn Matallas, dass immer dieses Bild des brennenden Körpers, der Flammen verwendet wird. Und ich hatte ja in der Vergangenheit auch schon gesagt, es ist vollkommen Unsinn. Also einerseits kann es im Weltraum ja gar nicht brennen, mangels Sauerstoff. Und wenn sie hier ihre Allmachtsfantasien da kundtut mit den brennenden Körpern im All, also nach wie vor noch mal bitte an euch da draußen auch die Bitte, schreibt doch mal in die Kommentare, habt ihr irgendeine Idee, ob das irgendeinen Handlungsansatz oder irgendeinen tieferen Sinn geben soll? Wo ist denn hier der Bezug zum Hier und Jetzt, verpassen wir da irgendwas? Ist da irgendeine Gesellschaftskritik dahinter, die wir nicht kapieren? Oder ist das einfach nur irgendwie dumme Bildsprache, sagen wir mal so? Ich bin mir ja gar nicht sicher. Also spricht sie nicht von leblosen Körpern? Ich weiß gar nicht, ob sie von brennenden Körpern spricht. Brennende Körper. Okay, dann habe ich das vielleicht falsch in Erinnerung. Ja, das ist ja so ein bisschen die Auftaktszene und soll uns ja so ein bisschen suggerieren, hier die Shrike is back nach dem Angriff mit dem Asteroiden und ja, ist ja da so ein bisschen im Nebel verschwunden. Ja, und jetzt ist der Würger zurück, Daniel. Was sagst du dazu?
Das ist so meine Reaktion. Ah, ja, also wir hatten ja von dem Terry Mantellas auf Twitter ja schon mitgeteilt bekommen, das ist das Schiff der Changelinge. Das, ja gut, das hat sich jetzt in diesen Dialogen natürlich auch bewahrheitet. Und sie hat sich auch somit offenkundig zu erkennen gegeben. Für mich war es so ein bisschen grober Zeitsprung. Ja, wir haben in der Episode vorher ja schon mitgeteilt bekommen, die Föderation ist unterwandert. Mhm. Unterwandert. Aber dass sie dann quasi, also vollkommen ohne jegliche Tarnung oder ohne jegliches Verstecken sozusagen mit den anderen Schiffen der Föderation agiert, das suggeriert ja, dass die ganze Crew dort irgendwie nur noch aus Changelingen besteht, weil ich würde mir jetzt schon irgendwie vorstellen, wenn man dort so einen pflichtgetreuen Fähnrich Ehrenhalber namens Crusher irgendwo hätte, so wie man das in der ersten Staffel TNG hätte, dann hätte der längst irgendein Kommuniqué in Richtung des Sternenflottenhauptquartiers geschickt. Und halt auf diesen Missstand aufmerksam gemacht. So, hey, unsere Führungsriege, die treibt's hier munter mit dem Würger. Ja, richtig. Ja, ja, da kommen wir hinterher auch bei Daystrom Station noch mal zu. Da ist es ja ähnlich irritierend, dass die Shrike da so prominent sofort auch am Start ist. Ja, weiter geht's ja so ein bisschen mit Jacks Visionen, ja. Also Beverly erklärt ja jetzt Picard, warum er diese Visionen hat und hat ihm erstmal noch. Hast du da dieses Computer-Display gesehen? In der Szene kann ich mich nicht dran erinnern. Erleuchte mich. Moment, wo ist meine Lampe? ich habe vorhin an ihr gerieben, aber jetzt ist sie erschöpft. So, da ist in spiegelverkehrt, weil sie stehen ja vor dem Display, da steht Terminal Diagnosis, also tödliche Diagnose auf dem Display. Er wird also nicht überleben und er hat ja auch die Abkrankheit vom Futter. Ja, genau, darum stellt sich dann genau heraus. Und genau. Um diesen Gedanken gleich mal aufzugreifen, sag mal, ist das jetzt eine neue Information für Beverly? Hat sie irgendwie als Ärztin nie ihren Sohn untersucht in 22 Jahren? Also sie spricht ja davon, er wäre da so begabt und alles, ja. Er hätte, und das hat mich auch sehr, sehr verärgert. Sie verwendet den Begriff, er hat ein übertaktetes Gehirn. Ja. Und was soll denn das jetzt? Wird da schon wieder die Leistung von Picard hier weiter demontiert, der also nur dieser famose Captain ist wegen dieser Krankheit, wegen diesem Overclocking mit dem Intel Extreme Upgrade in seinem Brain oder was? Da war ich richtig, richtig verärgert, weil ich bin ja, das haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt ja schon mehrfach mitgeteilt bekommen, ich bin ja zweifacher Vater. Und wir rennen mit unserem Bike natürlich permanent zu diesem Kinderarzt für die U1. Ja, das ist sehr schön, dass du das sehr gut. Diese Vorlagen, wie du sie immer nutzt, mein Lieber. Da kriegst du die U1 und die U2 schon im Krankenhaus. Dann kommt die U3, die U4, die U5, die U6 und so weiter. Diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen, da wird alles hier. Und da würde ich doch sagen, eine Doktor Beverly Crusher, eine Frau von ihrem Schlag, die sagt, we can do it, ja. Hat sie denn niemals ihren Sohn untersucht? Gerade wenn sie doch weiß, Mensch, der ist doch hier, zack, an den Plitwitzer Seen und am Wasserfall von Picard so richtig in sie hinein versetzt worden. Dass sie doch dann mal auf die Krankheiten des Vaters, auf die Erbkrankheiten prüft. Jetzt weiß ich gar nicht, ja genau, jetzt weiß ich gar nicht, ob diese Krankheit, die Picard hat, die ja in Staffel 1, also Staffel 1 Picard, uns ja offenbart wurde, war das schon Thema zu TNG-Zeiten und in den Kinofilmen, weiß ich gar nicht. Könnte man jetzt ja sagen, ja, wusste er ja auch erst seit kurzem und Crusher hatte ja 20 Jahre lang keinen Kontakt mit ihm. Aber ist natürlich schon höchst merkwürdig, dass bei einer so fortschrittlichen Medizin irgendwie dann so eine Diagnose nicht gestellt werden kann. Und sie sagt ja auch noch, ah Mensch, er hatte auch immer so lebhafte Träume so als Kind und sie dachte irgendwie, er wäre so giftet, irgendwie sagt sie ja irgendwie so, ne? Und ja. Genau. Und ja, jetzt hat sie immer eine ordentliche Packung Ritalin verpasst. Und jetzt ist Schluss mit den Träumen und dem Quatsch. Und jetzt kann man sich mal ordentlich in der Bar besaufen. Und da hatte ich so das gleiche Gefühl wie du. Wieder im coolen 10 vorne unterwegs. Ja, der Jack Crusher, der muss natürlich jetzt auch sein eigenes Trauma kriegen und seine eigene Krankheitsgeschichte, damit er zu dem werden kann, der er ist. Furchtbar billig und furchtbar nervig, finde ich sowas.
Ja, also einerseits, dass man schon wieder in diese verdammte 10-Vorne-Kulisse geht. Also man, ey, ganz nett, in der Episode 1 und 2 vielleicht, aber jetzt ist es auch echt mal langsam gut. Warum muss denn jetzt schon wieder zur Flasche gegriffen werden? Und nicht irgendwie in diesem Kontext, den wir aus TNG kennen, wo man zwar gesagt hat, naja, also so aus kultureller Perspektive, natürlich können wir da und so, aber alles Bewusstseinsverändernde lehnen wir doch ab. Nein, oh, da kommt, da wird da auch die Flasche aufgemacht. So, auf geht's. Wieder ein Schluck, mein Lieber. Und der gute Mann, wie du eben sagst, jetzt wird ihm auch noch eine tragische Kindheit und alles Mögliche angedichtet. Hast du mal in sein Gesicht geguckt? Das ist doch der älteste 22-Jährige aller Zeiten. Ja, ja, vielleicht, wer weiß. Ja, ich bin auch kein Fan von dieser ganzen Geschichte. Das Einzige, diese Dynamik zwischen Jack und Picard, da gibt es hinterher vielleicht nochmal einen halbwegs brauchbaren Dialog, wo er dann zum Schluss ja auch sagt, hey, komm, vielleicht habe ich von dir ja auch ein paar gute Dinge abbekommen. Insgesamt muss ich sagen, so als zum Auftakt der Episode hat mich das schon so ein bisschen genervt. Und ja, dann geht's ja weiter. Sie sind dann da, ja. Seven sagt, Admiral Picard, sie sind hier. Und da dachte ich erst, oh, okay, sie haben irgendwie Verstärkung gerufen, irgendwie anderen coolen Föderationsschiffe, die Enterprise F kommt oder so. Nein, es sind Worf und Ruffy. Ich möchte jetzt natürlich das nicht herabwürdigen, aber Also Ruffy schon. Ja, Ruffy schon. Worf kommt an Bord. Und ich muss bei Worf sagen, auch so in der ganzen Episode und auch in den vorigen Episoden ist mir jetzt aufgefallen, es ist eigentlich der einzige Charakter, der noch genauso spricht wie früher. Er spricht genauso wie bei TNG und bei DS9. Er sagt nicht fuck, scheiße, irgendwas oder so. Er benutzt keine coolen Abkürzungen für Kumpels oder Kollegen. Der einzige Charakter, der eigentlich authentisch geblieben ist und genauso spricht, jetzt kann man natürlich sagen, okay, sie schreiben ihm da irgendeine Scheiße rein, jetzt auch auf Daystrom Station. Aber von der Sprache her ist er authentisch geblieben, im Gegensatz zu allen anderen. Ja, das ist richtig. Er sagt jetzt nicht JL, sondern er spricht ihn ja sogar mit Captain an, als er noch auf der Transporter-Plattform steht, einfach der Historie wegen. Und er korrigiert sich natürlich sofort und nennt Admiral, ja. Da bin ich absolut bei dir. Das ist einer der glaube ich, wirklich die einzige Figur, die sich da nicht wie soll man sagen, dem Zeitgeist oder dem, was Terry Mantellas für den Zeitgeist hält, angepasst hat. Nach wie vor irgendwie die erfrischendste Figur der Serie, allerdings in Kombination mit Raffaella Musiker. Ja. Also wirklich ein Ja, also ja. Ich sag's mal so, ich war heute beim 3 Stunden beim Zahnarzt, das war angenehmer wie Frau Musiker. Nee, wirklich, das was uns hier von Raffi Musiker geboten wird oder was sie da auch spielen darf, die Schauspielerin, das ist einfach langweilig. Wir haben das so oft jetzt auch in den Kommentaren von euch da draußen gelesen, ihr überspringt anscheinend diese Szenen mittlerweile auch. Geht uns tatsächlich so ein bisschen ähnlich. Wir schauen die Episoden ja immer mehrfach an, 2-3 Mal und so. Und da wird das einfach so offensichtlich, wie schwach dieser Part und diese Figur im Allgemeinen ist. Das Wiedersehen mit Seven of Nine haben wir ja natürlich noch im Transporterraum. Das wird dann so auf Highschool-Musical-Niveau abgehandelt mit Hey du, na, wie geht's? Na? Oh, schönes Wetter. Tanzduell, Baby, kein Tanzduell. Das ist so bitter, das ist so bitter. Und ja, ich glaube, sie hat irgendwie, keine Ahnung, hat sie Paramount selbst einen Knebelvertrag auferlegt, wo sie sich 3 Staffeln hat zusichern lassen irgendwie und dass sie sie einfach irgendwie da reinschreiben müssen. Also, keine Ahnung, die ganze Serie, besonders jetzt die 1., 2. und auch die 3. Staffel, würde ja auch sehr gut ohne sie funktionieren. Ja, sie bringen ja jetzt die rote Keycard aus Doom mit, ja, ja. Das finde ja. Ich gut. Und dann fliegen sie zur Daystrom Station, also die Station, auf der die geheimsten Geheimwaffen ja. Der geheimen Sektion 31 ist. Vorher möchte ich aber noch einmal eins erwähnen, weil man sollte auch die positiven Aspekte einer Episode hier nicht unter den Teppich kehren, mein lieber Daniel. Ich fand's echt ganz cool, ganz erfrischend, dass man sich nach dieser Begrüßung hier, ja, und du bist ja auch kein Umarmer, Worf, aber ne, ich mach's trotzdem, dass man sich da in diesem alten Setup, so wie bei TNG, in dieser Art Beobachtungslounge getroffen hat und Worf dann so ein bisschen erzählt hier über den Dominion-Krieg und was er bisher erfahren hat und alle anderen sitzen da, so ein bisschen so wie früher und zum Schluss fragt Picard, gibt's irgendwie Freiwillige? Also das fand ich ganz gut gemacht und auch
ganz erfrischend und ja, muss ich sagen, hat mir gefallen. Okay, ja. Ich kann nachvollziehen, woher du da kommst, argumentativ und auch emotional. Mich hat es tatsächlich aber kalt gelassen, weil es ein kaltes Herz wurde nicht erwärmt? Nein. Ich lasse los. Oh, ich kann nicht, was auch immer. Ich wollte jetzt diesen Frozen-Song, weißt du? Ja, ja, lass mal besser. Ich weiß ja nicht mal die Lyrics auf German. Disney dürfen wir hier auf keinen Fall. Die sind, was Copyright angeht, sind hier eiskalt. Also da. Raus! Raus! mich hat das einfach insofern kalt gelassen, weil es inhaltlich leer war. Es war inhaltlich. Mm. Na doch, wirklich, es war inhaltlich nicht gut. Es war wieder so ein verstecktes Previously on Star Trek, wo man irgendwelchen Quatsch erklärt. Fand ich nicht ansprechend. Und man dass man jetzt hier mit Picard irgendwo sich hinsetzt, das hatten wir in Episode 1, 2, 3 und 4 und 5 ja genauso. Ich fand das in Episode 1 und 2 noch ganz nett. Inzwischen ist das aber mehr so dazu verkommen, dass der Mann offenbar nicht mehr stehen kann. Und deswegen jede Szene im Sitzen spielt. Und ja. Also mir hat dieses Konferenzraum-Szenario in der Hinsicht leider nicht so viel gegeben wie dir. Was mir auch nichts gegeben hat, ist die Daystrom Station. Ich hatte es vorhin gerade schon angesprochen. Wir haben ja hier die Station, auf der die geheimsten, dunkelsten und fiesesten Geheimnisse der Sektion 31 aufbewahrt werden. Und man möchte ja irgendwie meinen, dass eine solche Station mit all ihren Geheimnissen und Waffen und Dingen ja irgendwie vernünftig bewacht wäre. Aber nein. Man hat gesagt, ach, scheiß drauf, wir haben ja diesen Frontier Day oder irgendwas, oder wie er heißt. Wir müssen ja alle Schiffe aus irgendwelchen Gründen da zusammenziehen, was taktisch natürlich totaler Unsinn ist. Aber wir machen das trotzdem. Und wir ermöglichen es also, dass man einfach hinter einen Mond springt und dann einfach auf die Station kommt. Und ach na ja, da ist dann zwar die gute KI am Start, aber Jens, du hast ja gesagt, Raffi Musiker hat ja zumindest die Keycard dabei. Die hat die rote Keycard aus Doom oder Resident Evil, wer weiß, keine Ahnung. Ja, ich habe ihn letzte Woche den Nintendo Wii Exploit genannt, konnte man auch so mit so einem Mail-Exploit die ganze Konsole freischalten. Mehrere Sachen dazu. Einmal, du hast es gerade so schön gesagt, musste man in Star Trek nicht früher, klar, das ist jetzt ein bisschen auch kleinkariert vielleicht, aber musste man in Star Trek nicht früher mal so vor einem Sonnensystem mit Warp anhalten und dann mit Impuls da reinfliegen? Seit wann kann man denn irgendwie mit Warp direkt in irgendwie eine Umlaufbahn von einem Mond irgendwie springen? Wie du schon gesagt hast. Erinnert, hat mich mehr an Battlestar Galactica als an Star Trek erinnert, aber gut, kleinkariert wollen wir jetzt vielleicht nicht so sehr im Detail drauf eingehen, aber wie du schon sagst, wir haben hier diese Daystrom Station, ja, nicht das Institut, sondern diese Station. Ja, jetzt hat der ein oder andere schon gesagt, ja, das sieht ja so aus wie in Voyager Episode toll, Dings, bla bla bla, und das ist ja ganz toll und total Kanon. Ich finde es erstmal enttäuschend. Also ich hätte mir gewünscht, dass das halt irgendwie, warum auch immer, das irgendwie so eine Station im Weltall sein muss. Ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwie so eine riesige Raumstation ist, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, wo einfach viel los ist und wo einfach so restricted areas sind, wo man einfach nicht reinkommt. Ja. Ja. Und insgesamt schaffen sie es nicht, diesem Universum irgendeine Größe zu verleihen. Also dem Zuschauer wird nicht vermittelt, dass da wirklich was los ist. Wir haben das später noch in diesem Flottenmuseum, wo Geordi ja dann sagt, da kommen wir gleich zu, ja, hier kommen ja Zehntausende von Leute pro Tag und ich muss hier alles organisieren. Und man sieht halt nie jemanden. Das ist halt irgendwie so eine billige Station mit drei so Ringen drumherum, wo alte Raumschiffe drin sind. Die sind alle gerade beim Frühstücksbuffet. Ja, genau, aber zurück zur Daystrom Station und diesem taktischen Aspekt. Also da wird ja gesagt irgendwie, ja, nee, wir können uns da eigentlich nicht hinbeamen, weil da ja so Transporterblocker installiert sind. Aber Rolaren hat da einen coolen Workaround hier auf ihrem O-Ring für uns hinterlassen. Also so ein Workaround wie in SAP, wenn irgendwas hakt, da gibt's auch mal coole Workarounds. Cool, dann können sie sich da auf die Station beamen. Aber die KI müsste doch irgendwie so reagieren wie, oh Mensch, wie können die sich jetzt hier drauf beamen? Wie geht denn das? Nein, da wird man doch freundlich begrüßt. Ja, und wird aufgefordert, in bestimmten Bereichen nicht zu essen, nicht zu trinken. Und dann kann man munter drauf los, hier seine Keycard da irgendwo reinstecken. Ja. Das also wird alles arg konstruiert. Es ist regelrecht schizophren.
Es ist regelrecht schizophren. Das ist wie wenn diese KI irgendwie die Red Queen aus Resident Evil aus dem Umbrella Headquarter wäre, die sich mit sich selbst nicht einig ist und zum Schluss dann, und sich dann zum Schluss entscheidet, den rosa Körperschnitzellaser zu aktivieren. Wie kann das denn sein? Also mal ganz ehrlich. Die Station schwebt da in der Gegend rum. Was würde denn jetzt irgendwelche Feinde der Föderation daran hindern, da einfach mit 20 Schiffen anzuwarpen? Und dann nehmen die halt mit. Ja, du weißt schon, also quasi mit dem Traktorstrahl einfach alles auf den Fend. Also alles eingepackt, so, das gehört jetzt mir, fahr ich davon. Und genauso kam mir das vor. Also das ist nicht irgendwie unterirdisch oder irgendwie versteckt oder irgendwie bewacht, sondern da gibt es nur diese KI und die kann ja auch irgendwie nix. Also nach außen habe ich den Eindruck. Ja, und was mich dann auch zu Beginn dort wieder sehr gestört hat, ist diese Referenzierung auf Sektion 31. Sektion 31 war in Deep Space Nine ein ganz kleines Puzzleteil eines ganz großen Meisterwerks. Und ich glaube, Sektion 31 kam in 3 oder 4 Episoden vor, also Direktor Sloan. Und ich glaube, hier liegt auch ein großes Missverständnis bei den Autoren vor, weil Sektion 31 war ja die Organisation in der Organisation. Mhm. Sie hatten keine eigenen Ressourcen wie Schiffe, wie eigenes Personal etc., sondern sie hatten Leute in verschiedenen Positionen, wie zum Beispiel Admiral Ross, die für Sektion 31 irgendwie, man wusste es nicht, gearbeitet haben, auch Dr. Begier. Und hier, das hat mich schon in Discovery so angekotzt, trägt Sektion 31 schwarze Anzüge mit schwarzen Badges und sie haben auf einmal hier Daystrom Station mit ihrem komischen Gruselkabinett an Waffen, was da so rumfliegt. Der Kampftrümmel. Finde ich total absurd und hat nichts mit der Sektion 31 zu tun, wie es ursprünglich in DS9 mal uns vermittelt wurde und wie es auch klug gemacht war, weil diese Organisation in der Organisation, da hat man sich damals, ja, das könnte so beim CIA oder so, könnte das genauso laufen und so, aber dieses, ich muss dem Zuschauer jetzt sagen, oh, die sind aber richtig gefährlich und böse und tragen jetzt alle schwarze Sachen wie in Discovery und haben hier so ein cooles Waffenarsenal. Das finde ich einfach so plump und so dumm, weißt du? Das ist irgendwie nervig. Vielleicht kannst du dich in dieser Hinsicht an diese fantastische Serie Firefly erinnern, wo Joss Whedon dieses plumpe Darstellen der Bösewichte auf sehr humorvolle Art und Weise sehr schön integriert hat, wo man immer wieder zu Leuten mit ganz blauen Handschuhen geschnitten hat. Ja, genau, richtig, ja. Das stimmt, war sehr schön. Ja. Und es ist ja auch so, dass Direktor Sloan sagt das in DS9 zu Dr. Begier, Sektion 31 ist dafür da, im Geheimen zu operieren, um Leute wie sie, die an das Gute glauben, zu schützen vor dem, was da draußen ist. Und das ist halt irgendwie eine ganz andere Herangehensweise als, ja, wir haben ja eigene Ressourcen und wir haben das und das und jenes. Und jeder kennt ja auf einmal auch Sektion 31, die Geheim-Geheim-Organisation. Riker sagt ja auch, natürlich weiß ich, wer das ist. Ja. Mein Name ist Frank Drebin von der speziellen Spezialeinheit. Noch richtig. Hallo. Richtig. Ja und dann das ist einfach alles sehr, sehr ärgerlich. Und mal ganz unabhängig von dem, was du gerade gesagt hast, hier von wegen 1631 wäre im Verborgenen, man wählt ja jetzt auch wieder diese Bildsprache der ich habe die letzte Osram-Glühbirne nicht gekauft, weil da war gerade irgendwie Valentinstag. Es ist ja wieder so unfassbar dunkel auf dieser Station. Es ist in wirklich, also wenn man das jetzt mal vergleicht, Staffel 1, The Next Generation, 1987, da hat man in jeder verdammten Episode eine Kulisse gebaut. Da hat man gebaut die Station mit dem Terraforming auf dem Planeten und dem Laser, der dann den Wissenschaftler ermordet und dann fast auch Data und dann stellt sich zum Schluss heraus, oh, das Glühwürmchen ist ja eine Lebensform. Da hat man die scheiß Station gebaut. Dann in der Episode, wo Wesley Crusher sich um den Platz an der Sternflockenakademie bewirbt, da hat man dieses Trainingscenter gebaut. Ja, um Gottes Willen. Und was kriegen wir hier? Wir kriegen hier 2, 3 Displays und einen verdammten Gang. Das war selbst in Raumschiff Highlander besser. Da hat man wenigstens am Flughafen gedreht. So, und Ich habe das dir letztes Mal schon gesagt, das wirkt wie so eine Self-Storage-Box irgendwie, ne? Das Ganze irgendwie so Garagenpark irgendwie. Zeitlager.de.
Ja, genau. Und also wirklich maximal generische Kulisse. Da ist kein Sternenflotten-Flair mehr, nichts. Nichts. Da ist kein Wiedererkennungswert, keine Bildsprache, keine Corporate Identity, würde man heutzutage sagen. Keine CI? Nein, da ist keine CI. Da ist keine CI. Und also es ist einfach ärgerlich. Wohin gehen denn diese Millionen? In welchen Arsch fließen denn die? Kann mir das mal bitte einer sagen? Und dann auch noch, warum ist da ein Kampftrippel? Warum ist da ein Kampftrippel? Und ist dir aufgefallen, wer da noch ist auf dieser Station? Ja, Captain James T. Kirk. Ja, da liegt der Leichnam oder das Skelett von Captain James T. Kirk. Was ist denn, was soll das denn? Warum? Ja, das ist halt also, irgendwie so ein bisschen Name-Dropping und hier noch ein bisschen Nostalgie und oh, das soll uns dann irgendwie sagen, oh, das ist aber was ganz Geheimnisvolles. Ich musste so an dieses Köpfekabinett aus Futurama denken, wo Nixon dann ja, noch steht. Ja, ja, hallo. Stimmt. So, und was haben wir noch dort? Wir haben ja den Genesis-Torpedo haben wir dort und vor Ort. Genesis 2 und diese Mordwaffe aus Star Trek Nemesis, die diesen romulanischen Senat ermordet. Ja, richtig. So. Ich gebe dir da vollkommen recht, was die Kulissen angeht. Und jetzt werden wieder Leute sagen, ja, Mensch, okay, aber die haben halt nicht so viel Budget dafür. Dann denke ich mir so, what the fuck? Wenn der Showrunner ankündigt, wir machen hier das größte Star Trek-Ereignis seit 5000 Jahren und hab dann nicht mal Geld irgendwie für Kulissen, dann halte ich besser das Maul, oder? Also, ja, also würde ich zumindest mal vorschlagen. Eine Serie, die wenig Budget hatte, das war Babylon 5. Und die hatte mehr Kulissen. Ja, also es ist ein riesiger Kritikpunkt, klar. Jetzt kann man sagen, ja, was hat das mit den Inhalten zu tun? Nein, aber wir müssen ja auch das Gesamtpaket bewerten. Und durch solche Dinge, was ich eben gesagt habe, dass man es nicht schafft, dem Universum irgendeine Größe zu vermitteln, ja, kommt ja auch die Atmosphäre, die Stimmung, die Glaubwürdigkeit nicht rüber. Und das muss man schon kritisieren dürfen. Ja, also ganz egal jetzt, auf welchem Niveau zum Beispiel diese Kulissen auch in Babylon 5 oder auch TNG waren. TNG war natürlich gerade in Staffel 1 und 2 in Sachen Planetenkulisse jetzt auch nicht so viel besser wie TOS. Aber sie haben es in jeder dieser einzelnen Episoden geschafft. Also auch zum Beispiel diese Episode mit der perfekten Welt, die aber keine Kinder mehr kriegen kann, wo sich dann herausstellt, oh, das Ozonloch. Ja, ja. Für die damalige Zeit fantastische Zeitkritik. Da gab es einfach eine stringente Optik, die einfach auch diesen Wohlstand, der dann in den Worten transportiert wurde, nochmal bildlich symbolisiert hat. Ja, und hier kriegen wir einen dunklen Gang und eine dunkle Brücke und eine dunkle Krankenstation und noch einen dunklen Gang und eine rote Tür. Ja. Haben wir eigentlich schon bisher irgendeine Aufnahme in real gesehen? Also in der ersten Episode. Du meinst so draußen irgendwo? Echte Kulisse irgendwie draußen? Nein, ne? Haben wir bisher nicht gesehen in irgendeiner Form. Und ja. Naja, gut, also die Kulissen als solches, die sie haben, sind ja echt. Das ist ja keine Video-Wall, so wie bei Discovery. Da muss man ja auch wirklich sagen, zum Glück, ja. Ich fand es auch in Episode 1 und 2, wo noch nicht klar war, dass man ständig zum Saufen nachts in vorne geht. Das ist ja auch noch ganz, ganz nett. Aber jetzt ist das einfach durchgenudelt. Naja, und man muss ja, wenn wir bei dieser Art der Kritik gerade sind, man muss konstatieren, dass Staffel 1 Picard das deutlich besser geschafft hat, ja, diesem Universum Glaubwürdigkeit zu verleihen. Da ist Picard ja, bevor er zum Lustkubus gereist ist, ja, zu verschiedenen Planeten, ja, verschiedene Kulissen, Bars etc., ja, wie auch immer. Aber das sah einfach größer aus, weiter aus. Ja. Das war glaubwürdiger. Hier sind wir nur sehr eingeschränkt immer. Wir sehen sehr wenig Personal, wenig Leute und ja. Wir haben ja selbst bei Star Trek Discovery, das ja deutlich weniger Budget hat, sehr viel mehr Kulissen zu sehen bekommen. Ja, wobei wir das dort auch schon häufig kritisiert haben, dass irgendwie ja nicht so glaubwürdig rüberkommt. Aber gut, ich glaube, die späteren Staffeln schlechter, ja? Ja, ja. Ja, gut, wir haben unseren Punkt, glaube ich, gemacht, was das angeht. Aber kommen wir doch mal zu den Ereignissen auf Daystrom Station zurück, denn ja. Da muss man ja offensichtlich die Ocarina of Time spielen, damit man die nächste Tür öffnen kann. Also, du kannst mich ja gerne korrigieren, Daniel. Ich habe das jetzt so verstanden. Die künstliche Intelligenz ist in Wirklichkeit, ja, Data oder alles das, was Sung erschaffen hat mit Law, mit Before, mit Lal, mit Sung, der ja selber irgendwie noch mal verewigt hat. Das ist irgendwie die künstliche Intelligenz. Und sie erkennt dann Riker und sie will mit ihm kommunizieren und
greift dann diese Ereignisse, glaube ich, aus diesem Pilotfilm wieder auf, ja, wo Riker auf diesem Stein da fast irgendwie dann ersäuft. Genau, ersäuft. Und dann kommt, warum auch immer, Professor Moriarty und die Krähe, die Data ja auch immer irgendwie in Tagträumen erschienen ist. Und dann muss man die Melodie pfeifen, dann geht die Tür auf. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, und der ist nicht gewaschen. Generell nicht. Schön. Krustig, zart, lecker, hart. So, wir fassen das jetzt nochmal von der anderen Seite zusammen. Die künstliche Intelligenz, die ist so richtig dumm. Das ist nämlich der Knackpunkt. Und vor allem die künstliche Intelligenz, und das wird ja dann auch kurz nach dieser Szene mit Riker, der dann nochmal die Rückblende kriegt, wird das ja auch nochmal erläutert. Übrigens, ich war bildlich total geflasht, ja. Jetzt habe ich hier 6 Episoden in Lichtstärke -3 gesehen und dann kommt plötzlich diese Szene aus TNG, mir waren richtig die Augen rausgebrannt. Gott, ist das hell! Ja, sie sagen dann ja selbst, also sie haben ja offenbar nicht ganz kapiert, wie dieser Data Gollum funktioniert. Aber trotzdem, ach na komm, lass uns den mal die Sicherheit machen. Wir wissen zwar nicht, wie der funktioniert, ob er funktioniert, was er überhaupt kann, aber der könnte doch prima all unsere Geheimnisse irgendwie beschützen. Mit Professor Moriarty, der dann mit einer Winchester 365 irgendwie in der Station rumballert. Also, ja, und da ist halt sehr viel Selbstzweck, sehr viel konstruiert, um möglichst viele Elemente irgendwie aus Nostalgiegründen unterzubringen. Furchtbar. Aber es ist keine sinnvolle Geschichte, die da erzählt wird. Nein, Nostalgie ist ja ganz gut. Aber wenn ich nichts Eigenes zu erzählen habe, dann bitte lass es doch. Genau, dann mach es doch einfach nicht. Und deswegen ist dieser ganze Part auf dieser Station für mich sehr, sehr enttäuschend. Ich glaube, es wird einige catchen und abholen und sagen, boah, toll, Professor Moriarty und hier die Krähe und so, ihr versteht das alles noch nicht. Ja, ich freue mich, wenn euch das dann da draußen gefällt. Ich glaube, das ist eine Episode, wo wir da sehr viele Kommentare kommen werden, die wir gut finden, das möchte ich nochmal betonen, die uns erklären, warum das gut ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und mich hat das überhaupt nicht gecatcht. Auch wenn wir jetzt mal vielleicht mal die Szenerie wechseln, die Titan wird ja dann von diesen coolen Sicherheitsschiffen sofort erkannt und muss fliehen. Und sie flieht ja dann zum Flottenmuseum, was irgendwie links um die Ecke ist. Also 10 Minuten weiter. Ja, und trifft ja dann auf Das ist die Panoramaroute. Die Panorama, genau, die Panorama. Die einfache. Die für Einsteiger auch geeignet ist. Ja, ohne Vignette durch die Schweiz. Genau, dort treffen sie auf den Commodore, der dieses Flottenmuseum verwaltet und managt, nämlich niemand anderes als Geordi LaForge. Und da muss ich ein Kompliment machen an LeVar Burton, genauso wie an Michael Dorn. Sieht ganz fantastisch aus, der junge Mann. Also kann sich sehen lassen. Ihm steht die Sternenflottenuniform immer noch sehr, sehr gut. Also das hat für mich auf jeden Fall gepasst. Ja, also mein Gott, dass LeVar Burton optisch hier überzeugt, das ist außer Frage. Inhaltlich, also ich hab's langsam wirklich satt. Es reiht sich ein Zufall dem anderen. Und ich habe das ja damals schon in Staffel 1 bei Nepenthe so kritisiert. Oh. meine lieben Damen und Herren, ja. Ja, was ist das für ein geiler Zufall? Ja, komm, lass uns mal zum Sternflottenmuseum fliegen. Da ist mein guter alter Freund, der Geordi LaForge, der ist inzwischen Commodore und nachts im Museum und spricht da irgendwie, auch reitet auf dem Pferd dem Sonnenuntergang entgegen oder was? Was ist das denn für ein Schwachfug? Wie hier auch die Figuren zusammengebracht werden. Und klar, Picard hat in Staffel 1 und 2 ja nicht aufgehört zu betonen, er möchte seine alten Kameraden nicht mehr in Gefahr bringen. Von diesem Credo schwört er jetzt ab. Und gut, das finde ich nicht so schlecht in Anbetracht der Situation. Aber meine Damen und Herren, wir sind doch jetzt in Episode 6. Und wir sind immer noch auf dieser Selbstfindungstour, wo man irgendwelche alten Kameraden aus dem Hut zaubert. Und hier geht's wieder weiter mit diesem Unsinn. Und dann führt man da einen Dialog auf der Titan, währenddessen zwei Tu-nicht-Gute da irgendwie die Tarnvorrichtung aus einem alten Bird of Prey klauen. Also ja, und da hatte ich ja gedacht, okay, er fliegt jetzt zum Flottenmuseum und das Erste, was ich mir so gedacht habe, er will jetzt eine Tarnvorrichtung haben. Das Erste, was ich gedacht habe, so als Picard gesagt hat, hey, wir fliegen jetzt zum Flottenmuseum, dies, das. Ja.
Aber er will ja gar keine Tarnvorrichtung, er will ja irgendeinen unsinnigen Schwachsinn von Geordi, dass er irgendeinen Transponder klont oder was weiß ich. Ja, und dann wird uns ja erzählt, ja, das können wir zwar machen, bringt aber nichts, weil die Schiffe, die kommunizieren ja alle untereinander. Ja, was bringt denn dann die Tarnvorrichtung, du Depp? Ja, was bringt dann die Tarnvorrichtung vielleicht auch, aber wenn die doch alle untereinander kommunizieren, wenn sie denn dann in Reichweite sind oder wie auch immer. Also, wie konnte die Titan denn jetzt dann fliehen? Weil diese beiden Verfolgerschiffe müssten sie dann doch eigentlich auch irgendwie dann, also müssten sie doch verfolgen können in irgendeiner Form. Also, es wird alles sehr arg konstruiert. Vielleicht wird das hier auf diesem alten FM- oder AM-Radiofrequenzbereich übertragen. Oh ja, das kann natürlich sein. Weil die anderen Frequenzbänder, die wurden ja im Rahmen dieser Neuvergabe der EU, auch mit dieser entsprechenden Transponderlücke, wurden die alle an Telefonica versteigert und die sagt, oh ja, also, ist nichts mehr frei. Was ich hier ganz okay fand, ist, dass Geordi jetzt vielleicht nicht sofort, oh ja, Captain, ich helfe dir natürlich sofort und klar, ne, der alten Zeiten will, sondern das ist schon so ein bisschen auch eher so seine eigene Familie, die jetzt hier wirklich eine Familie ist, im Kopf hat und auch schützen möchte. Die Auflösung mit seiner Tochter, die ihm dann nochmal ins Gewissen redet und so, da waren schon auch sehr viele Glückskicks-Sprüche dabei. Aber an sich fand ich die Idee nicht schlecht, dass man Geordi jetzt in irgendeiner Form erstmal überzeugen muss und das nicht sofort alle Hurra rufen, wenn Captain Picard nach, Admiral Picard nach 30 Jahren irgendwie angeritten kommt. Fand ich ganz okay, diesen Part. Nur, auch hier wieder Flottenmuseum. Geordi, ich habe es eben schon mal gesagt, tausende von Leuten und ich muss hier alles managen. Wo sind denn diese Leute? Ich habe keinen gesehen. Ich habe keine Shuttles gesehen, die da hinfliegen. Es wird uns da gesagt, aber nicht gezeigt. Das ist ja immer auch ein Kritikpunkt von dir. Und jetzt habe ich mal eine andere Frage. Also dieses Flottenmuseum, wenn das denn diese einzige Station da war mit diesen Ringen, da waren jetzt irgendwie 10 Schiffe. Das sind die ganzen legendären Schiffe, die Sternenflotte irgendwie aufzubieten hat. Und da waren ja nicht mal nur Föderationsschiffe dabei. Und dann ist da ja auch die Defiant. Also ich finde es geil, die Defiant wiederzusehen, auch mit dem DS9-Jingle. Ja, das ist bei mir auch Gänsehaut dann. Nur die Defiant, wann ist die denn in Dienst gestellt worden? Vor 25 Jahren oder so? Und was ist denn die Halbwertszeit von so einem Sternenflottenraumschiff? Ich meine, das hält nicht mal 25 Jahre. Also wenn jetzt die Fregatte Bremen uns am Hindukusch verteidigt, Deutschland am Hindukusch verteidigt und irgendwie 60 Jahre alt ist, dann ist das kein Problem. Aber die Defiant, die irgendwie 20 Jahre alt ist oder ein bisschen älter, da wird man mich bestimmt korrigieren in den Kommentaren, aber es ist ja auch die zweite Defiant und nicht die erste. Die ist schon ausgemustert. Warum? Verstehe ich nicht. Also in First Contact war sie ja noch im Dienst. Ja, und natürlich auch zum Ende von DS9. Wobei, wie gesagt, es war ja die zweite Defiant, weil die erste zerstört wurde. Trotzdem fand ich es merkwürdig, hin oder her. Also ich muss auch sagen, ich fand es sehr merkwürdig, dass man den alten Bird of Prey da hatte. Weil zum damaligen Zeitpunkt, na klar, in San Francisco geborgen. Aber es ist doch jetzt auch wirklich so, China wollte doch auch seinen Wetterballon zurück. Ja, also meinst du, da hätte das klingonische Imperium nicht mal gesagt, Leute, hier, dann gebt mal wenigstens die Tarnvorrichtung zurück, das ist nämlich unsere. Ja, wie eben Worf sagt, überlegene klingonische Technologie. Und eins, meine sehr verehrten Damen und Herren, eins muss man der EU und all ihren Regulatorien ja doch zugutehalten, ja? Dieses 200 Jahre alte Tarnteil aus dem Bird of Prey, das hatte ja auch schon diesen genormten USB-C-Anschluss. Danke, Frau Merkel. Den konnten sie nämlich dann direkt einstecken in ihre Titan. Und dann ist die Tarnvorrichtung da. Wie geil ist das denn? Da muss man nichts mehr adaptieren, übersetzen oder sonst irgendwas. Nö. Man geht da hin, man hat dann, du kennst das ja, wenn hier aus deinem Trans-M wieder von unten mit der Hacksäge der Cut rausgeschnitten wird. So beamen die da rüber, schneiden aus diesem Bird of Prey einfach hier die Tarnvorrichtung raus. Und dann wird die da eingeschweißt. Ja, also mir hat das Ganze nicht so gut gefallen. Wenn man diesen Nostalgie-Trip schon irgendwie befeuert, dann hätte ich mir vielleicht dann irgendwie sowas gewünscht wie Worf wäre auf der Titan geblieben, irgendwer anders wäre auf der Daystrom Station gewesen und Worf wäre auf die Defiant gebeamt und hätte irgendwie ein Abwehrmanöver mit der Defiant gemacht oder so. Aber dafür reicht es wahrscheinlich wieder nicht, weil man
keine Scheißbrücke, der die Feind nachbauen kann oder so. Ja. Ja. Das wäre halt geil gewesen. Das wäre es gewesen. Dann hätte dieser Nostalgietrip von mir aus auch irgendeinen Sinn gehabt. Dann hätte man die Defiant vielleicht auch zum Abschluss irgendwo reinballern können und alle wären gerettet oder so. Dann hätte das irgendwie noch einen Sinn ergeben. Aber dieses Seven sitzt da und schaltet so da durch. Och ja, das ist das Schiff und das ist jenes Schiff. Oh, ich habe ja immer schon Raumschiffe gemacht. Das trägt nichts zur Handlung bei. Und dann muss natürlich Jack und die beiden LaForge-Schwestern, wie du schon sagst, da auf eigene Faust, weil man ja auch überall sofort ran kann und da irgendwas installieren kann, ohne irgendwelche Sicherheitsalarme auszulösen, diese Tarnvorrichtung installieren. Es scheint auch keinen Chefingenieur zu geben, der irgendwie sagt, Moment mal, ihr könnt doch hier nicht die Tarnvorrichtung einbauen oder irgend sowas. Vollkommen hanebüchen, so einen Unsinn. Das macht richtig wütend. Es ist einfach so arg konstruiert, dass es dann natürlich auch die Bounty ist, ja, aus Star Trek 4, die Wale gerettet. Natürlich muss es das Schiff sein und die Tarn. Boah, das ist schon vor allem, arg schwierig. Wo ist denn Captain Shaw bei der ganzen Sache? Den muss Captain man ja Shaw, sogar suchen. Dem ist der Sabber runtergelaufen, weil er jetzt einmal mit Geordi sprechen durfte. Ja. Und der sagt ja dann irgendwie sowas, ja Mensch, hier dein Schiff, das wird ja nur noch von Duct Tape aus dem 21. Jahrhundert zusammengehalten. Ja. Wow. Das kann er natürlich mit einem Blick, sieht er das. Und, wow. Also wir sind jetzt langsam wirklich, also wir haben uns ja extremst echauffiert, mal sehr verehrten Damen und Herren da draußen, die für uns vielleicht auch schon für Staffel 2 Star Trek Picard gesehen haben, wie abartig schlecht und plump und dumm und oberflächlich Staffel 2 gerade das Finale geschrieben war. Wir nähern uns mit riesigen Schritten diesem Niveau wieder an. Und ich kann das ja auch aus dem Fazit, das uns jetzt dann gleich vorsteht, schon mal ein bisschen vorgreifen. Es ist wirklich grauenhaft. Wir haben nur wenige gute Augenblicke. Das sind diese wenigen Dialoge mit Geordi, für dich vielleicht auch noch diese Konferenzraumszene. Es ist so voll mit Unsinnigkeiten, so voll mit Oberflächlichkeiten, so viel mit schwachen, geschriebenen und unglaubwürdigen Dialogen. Wir bekommen gerade noch erzählt, die Schiffe sprechen alle untereinander und dann sagt jemand, dann halte ich mir die Augen zu, dann sieht mich keiner. Genau das ist der Ansatz von diesem, ich klaue mir jetzt die Tarnvorrichtung. Ja, Entschuldigung, wenn du laut pfurzt, hört man dich trotzdem. So, und dann gehen wir doch bitte jetzt zurück hier auf der Hestrom Station. Wir haben auf der Ocarina of Time gepfiffen, Dr. Moriarty verschwindet aus irgendwelchen Gründen und es öffnet sich die Tür, Sesam, öffne dich. Man tritt hinein und steht in dieser Kuppel aus X-Men, in dieser Metallkuppel und auf einer schwebenden Brücke, wie dumm auch immer, ist da der Gollum aus Lal, Data und allem möglichen Krempel, den Dr. Sung da zusammen geschnitzt hat. Und der anständige Hersteller Xiaomi aus China hat da so einen 4K-Beamer in seine Augen eingebaut. Ja, wobei das ja erst dann hinterher auf der Titan tatsächlich. Ach, mein Herr, ja. Entschuldigen Sie. Es zeigt sich ja Dr. Sung einmal und erklärt kurz ja, warum das denn da alles so passiert ist. Warum jetzt diese ganzen verschiedenen Persönlichkeiten da in den True Human Aesthetic of Age Body da irgendwie vereint sind. Der Relikt Zuländer. Genau, okay, Titan kommt dann noch passend vorbei, um alle an Bord zu beamen. Da muss ich sagen, ja, bei aller Kritik an den Visual Effects, alles, was mit den Raumschiffen zu tun hat, finde ich eigentlich ganz brauchbar. Dramaturgisch meinst du? Nee, auch visuell finde ich das ganz gut. Also wie die Titan da bei Daystrom Station und so und dann die Leute. Das finde ich gut, muss ich sagen. Ja, ein bisschen Punkte müssen wir schon hergeben. Genau. Riker opfert sich ja dann, weil aus welchen Gründen auch immer diese Sicherheitsleute da eine Stunde gebraucht haben, um da vorzudringen. Und Riker sagt dann, Leute, ich regel das. Ja. Ich regel das für euch, ja. Ja. Wird dann gefangen genommen und Ruffy, Worf, Data werden dann an Bord gebeamt. Und dann kommt es ja zu einer Begegnung zwischen Geordi und Data. Worf sagt, ja, wir haben Riker verloren, aber einen anderen guten Freund gewonnen oder wieder zurückgebracht. Und in der Folge finden sie ja heraus, was Vedek Merkel und die Shrike von Daystrom Station nämlich gestohlen haben.
Daniel. Ja. Und das hatte ich erst am Anfang erst gar nicht so verstanden. Und dann ist es aber tatsächlich so, korrigier mich bitte, dass sie den Leichnam von Captain Jean-Luc Picard gestohlen haben. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden, weil Data hat er diesen praktischen 4K-Projektor in seine Augen eingebaut. Ich habe mich da so ein bisschen erinnert an dieses Obi-Wan, du bist meine letzte Hoffnung aus Star Wars. Und man sieht es ja hier ist der Leichnam von Picard. Genau. Mich hat das an Asterix und Obelix-Film erinnert, wo Asterix bei irgendeiner Prüfung von so einem Typen mit so leuchtenden Augen geblendet wurde. Wenn ihr wisst, welcher Asterix und Obelix-Film das ist, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Ja, also ist richtig. Also sie haben offenbar den Leichnam von Captain Jean-Luc Picard gestohlen. Wer kennt ihn nicht? Die größte Waffe des Universums. Wir können jetzt natürlich mal ein bisschen ja, cool. Wir können jetzt natürlich mal ein bisschen spekulieren, was uns da erwartet. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man Jack Crusher irgendwann mal ausgetauscht hat und er vielleicht hier irgend so ein Changeling-Klon mit Picard-DNA oder irgend so ein Quatsch ist. Hast du da noch eine Idee, die nicht ganz so dumm ist? Aktuell irgendwie nicht, was man jetzt mit dem Körper von Captain Picard anfängt. Ich kann mir da aktuell noch keinen Reim draus machen. Es ist natürlich wieder so ein Ding, was du ja auch oft kritisierst, so zum Ende der Folge. Da muss das nächste Ding kommen, was man sich nicht erklären kann, um unbedingt dran zu bleiben. Zwischendurch hat Worf ja Picard noch geschworen, dass er Riker zurückbringen wird. Ja, okay. Riker, der ja dann in den letzten Szenen auf der Shrike quasi damit konfrontiert wird, dass man Deanna Troi gefangen genommen hat. Ja, die wohnt nämlich auch gleich ums Eck. Die hat man dann auch noch abgeholt auf der Panorama-Route. Genau, weil man ist ja auch nicht müde zu erklären, wir haben ja nur noch irgendwie 48 Stunden bis Frontier Day und da fliegt man mal kurz alles ab und holt Deanna Troi und fliegt dann mal dahin zurück. Und da wird er sich natürlich dann jetzt voller Gewissenskonflikte dem stellen müssen, denke ich mal, in der nächsten Episode. Also wen verrate ich hier, meine Frau oder meinen Lieblingscaptain? Wobei ich jetzt eigentlich auch irgendwie nicht weiß, was man von Riker möchte. Aber gut, wir werden es in der nächsten Folge erleben. Es gab, fand ich noch, diesen brauchbaren Dialog zwischen Jack und Jean-Luc, wo Jack halt auch sagt, hier, diese guten Sachen habe ich irgendwie von meiner Mutter und jetzt, ich kenne dich zwar erst seit einer Woche, aber ich kann mir vorstellen, dass ich diese Eigenschaften, die ich eigentlich auch ganz gut drauf habe, dass ich die von dir habe, Dad. Ja, und Picard sagt, ja, vielleicht. Fand ich ganz brauchbar. Ansonsten, du blendest schon unsere Fazitboxen ein. Fange ich vielleicht mal an, dann möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, komm einfach zur Wertung. Also ich lasse da gerne den Vortritt, mein Lieber. Du bist schon so im Flow. Ja, also ich vergebe für diese Episode 2 von 5 Punkten. Wir haben sehr viel kritisiert an dieser Episode. Könnte man jetzt denken, boah, da ist 2 ja noch relativ human. Ich fand einige Dialoge ganz brauchbar. Mich haben auch einige Dinge so aus Nostalgiefaktor gecatcht, wie die Defiant nochmal zu sehen, auch wenn es halt nicht zur Geschichte beiträgt. Das haben wir ja auch kritisiert. Ich fand den Auftritt von Geordi ganz brauchbar. Auch, dass ihn da seine Tochter noch mal ins Gewissen geredet hat, war ein bisschen viel Glückskeks dabei. Aber im Endeffekt fand ich es gut, dass Geordi halt nicht so, Captain, ich helfe dir auf jeden Fall, sondern dass er ein bisschen überzeugt werden musste. Das hat mir ganz gut gefallen. Die Kritikpunkte, ja, die haben wir eben schon sehr, sehr ausführlich besprochen. Alles, was auf Daystrom Station passiert, blanker Unfug. Die Geschichte mit Data, Law Before, Lal, mal gucken, was daraus wird. Das ist halt so ein bisschen dann, wenn man Figuren zurückholen muss, die irgendwie schon 2-mal gestorben sind, dann wird's halt, das geht halt nur in Mortal Kombat irgendwie, wo Shang Tsung nochmal irgendwie die Seele nochmal und dann ist er wieder am Leben. Und hier der Android hat mich jetzt auch so ein bisschen an Cyrex Sector und Smoke aus Mortal Kombat 10 erinnert, die dann sich vereinen zu dem Riesenroboter Triborg. Vielleicht sehen wir Triborg, auch so. Sehr gut, das gefällt mir. Ja, genau. Ich habe die Dinge auch Richtung Sektion 31, wie man hier Dinge fehlinterpretiert und auch aus kleinen Puzzleteilen aus DS9 oder anderen Serien irgendeinen Schwachsinn produziert, nur um so Dinge, wie gefährlich das ist und wie geheim und noch eine geheimere Geheimorganisation.
Das Subtile geht dabei komplett verloren und auch das, was man damit ursprünglich vor 30 Jahren irgendwie erzählen wollte. Ich glaube, dass viele diese Episode catchen wird, weil sie halt da so auf so einem Nostalgietrip sind. Ich finde es erzählerisch schwach, ich finde das Drehbuch schwach. Es ist arg konstruiert. Was ich vielleicht noch zugutehalten muss, ist der Charakter Worf, der irgendwie authentisch ist, der auch von Michael Dorn wieder hervorragend gespielt wird, auch mit seinem subtilen Humor, als er Picards Wein irgendwie als sauren Met oder so bezeichnet, den er dem Jahr für Jahr schickt. Jährliche saure Met, ja. Ja, also insgesamt eine schwache Episode, deutlich schwächer als in der letzten Woche und ja. Ich bin gespannt trotzdem, wie es weitergeht, aber gespannt eher, ja, was lässt man sich denn nächste Woche für einen Unfug einfallen? Und ja, bleibe vorsichtig optimistisch, dass es vielleicht doch nochmal nach oben geht. Ja, mein Lieber, dieser vorsichtige Optimismus, den du hier noch verspürst, ja, diese Flamme ist bei mir leider Gottes fast schon erloschen. Ich hatte einfach vom Feeling her ein gutes Gefühl nach den ersten paar Episoden. Ja, du weißt ja, ohne Fun kein Spaß und so, ist ja klar. Aber das Mailand, Gefühl, Mailand Madrid, Hauptsache Spanien, ne? Richtig, eben. Der Andi macht alle fertig, der Andi. Gut, also nochmal, diesen Optimismus, den habe ich mittlerweile fast abgelegt, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man eine solche Episode schreiben kann, aber gleichzeitig doch nochmal das vermag zu liefern, was Star Trek The Next Generation ausgemacht hat. Und das ist eine glaubhafte, eine positive Utopie. Das kommt nicht mehr zurück. Und in den Kommentaren wurde ja auch die Frage gestellt, ja, Daniel, Jens, was ist denn nun eine 5 von 5 für euch? Was sind denn das für Episoden? Und das ist etwas, das werden wir aufgreifen in der Zukunft mit einem neuen Segment, das wir vermutlich 5 of 5 nennen, in Anlehnung an 7 of 9. Schöne Grüße. Wo wir nochmal drüber sprechen, was denn so wirkliche 5 von 5 Punkten Episode sind. Und das hier, Episode 6, The Bounty, das ist es nicht. Das, meine lieben Leute, das ist nur eine 1 von 5 von meiner Seite. Aus all diesen Gründen, die ich vorhin angesprochen habe. Wir bekommen keine vernünftigen Dialoge. Wir bekommen kein glaubhaftes Universum, wo eine Föderation, eine Kraft für das Gute an allen Ecken des Quadranten dafür sorgt, dass die frohe Kunde der Glückseligkeit ohne Währung, ohne irgendwelche sozialen Ängste und dergleichen herrscht, da wo Gleichberechtigung großgeschrieben wird. Nein, das bekommen wir nicht mehr zu sehen. Wir bekommen eine maximal generische Science-Fiction-Kulisse, die auch in den Bavaria Filmstudios binnen weniger Stunden aufgebaut werden könnte. Wir bekommen den ältesten 22-Jährigen aller Zeiten, dessen Mutter, eine hochdekorierte Ärztin, offenbar niemals zur Vorsorgeuntersuchung mit dem Bengel gegangen ist. Schwein. Wir bekommen immer wieder bildliche Cues gesetzt. Oh, der ist böse, der zündet sich die Zigarette an. Wir bekommen immer wieder diese Dinge wie brennende Körper im All ohne Sinn und Verstand, einfach nur aufgrund dieses Schockeffekts, den man da erzeugen möchte. Und wir bekommen eine KI, die zum Schutz der geheimsten Geheimwaffen der Föderation eingesetzt wird, die selbst an einer bipolaren Störung leidet. Und bei aller Liebe, also das ist doch keine vernünftige Erzählung mehr. Davon sind wir jetzt in dieser Episode so weit abgerückt. Es gibt in The Next Generation oder auch in Voyager mit der Episode Tuvix natürlich schwache und seltsame Episoden. Klar. Aber keine dieser Episoden ist sprachlich oder optisch oder so irgendwas auf diesem niedrigen Niveau. Wir haben hier Antagonisten, die besser ins Arrow-Universum passen, als in ein ausgezeichnetes Star Trek-Universum mit einer Vielschichtigkeit in den Figuren, die wir in den vergangenen 50, 60 Jahren geschätzt und geliebt haben. Deswegen kann ich hier maximal nur noch 1 von 5 Punkten geben. Und das liegt tatsächlich primär so ein bisschen daran, dass einfach vorne noch Star Trek draufsteht und man sich das halt irgendwie angucken kann. Und ich jetzt nicht den unmittelbaren Anreiz verspürt habe, mir einen Schraubenzieher in die Augen zu stechen. Aber recht viel mehr ist da leider nicht mehr übrig. Und klar, natürlich, man kann jetzt sagen, ah, diese ganze Nostalgie und ich will die einfach noch mal sehen auf dem großen Fernseher. Ja, okay, dafür gibt's ja auch diesen einen Punkt, ja.
Aber vielleicht viel mehr reicht es dann nicht, mein Lieber. Ja, vielen Dank, Daniel. Und da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Vielleicht jetzt nicht inhaltlich, sondern von der Präsentation. Ich hab jetzt die ersten drei Episoden der dritten Staffel The Mandalorian geschaut. Und jetzt mal weg vom Inhalt. Da schafft man es aber grandios, diese Nostalgie-Elemente, ja, sei es jetzt alte Displays, Computeranzeigen, was weiß ich, Sounds, ja, wunderbar in eine neuzeitliche Erzählung zu verpacken. Und man schafft es also, wenn er dann mit seinem Schiff über das zerstörte Mandalore fliegt, ja, ah, also eine riesig geile Aufnahme, das vermittelt einem einfach ja als Zuschauer, boah, da ist echt was Schlimmes passiert, das ist riesengroß irgendwie, die ganzen verschiedenen Schauplätze, die da abgegrast werden, sei es jetzt durch technische Tricks, sei es durch Kulissen, das spielt ja für mich als Zuschauer erstmal gar keine Rolle, aber man bemüht sich einfach, dem Zuschauer zu vermitteln, yo, wir sind hier jetzt an unterschiedlichen Orten und da ist richtig was los und da passiert was. Und das vermisse ich einfach so im modernen Star Trek. Und da brauchen wir auch keiner erzählen, ja, wir haben kein Geld dafür, dann lass den Scheiß doch sein, wenn ich kein Geld dafür habe. Und dann kündige ich auch nicht jede Woche bei Twitter an, was für ein geiler Stecher ich bin. Und ich mache ja jetzt die geilste Star Trek-Sache seit 28 Jahren. Dann lasse ich es einfach. Mache ich es einfach nicht. Und wie du schon sagst, ich habe mir vorletzte Woche, bevor wir die Review aufgezeichnet haben zu der fünften Episode, da habe ich mir die TNG-Episode Preemptive Strike mit Rolaren angeschaut, aus der siebten Staffel TNG. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, die Qualität der Dialoge, die Kulissen, die man gebaut hat, wo man sich Mühe gegeben hat, alles on point, ja, die Charaktere einfach glaubwürdig geschrieben. Und wenn ich dann hier zu Star Trek Picard wechsle, ja, dann ist das, was du sagst, ist das nett, dann auch mal wieder Riker zu sehen. Und ich fand ja auch einige Episoden jetzt ganz gut, bis zu dieser Episode. Aber der Trend geht da für mich schon, der ist nicht our friend, der Trend. Es ist ein richtiger Bärenmarkt. Genau, richtig, ein Bärenmarkt. Sehr gut. Ja, und jetzt lass uns mal ein bisschen noch spekulieren, Daniel, denn die siebte Episode der dritten Staffel, die heißt ja Dominion. Also, da bin ich jetzt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Wird man irgendwie die Spur zum Körper von Picard irgendwo hin verfolgen? In den Gamma-Quadranten oder wird man alte Bekannte wieder treffen? Ich bin gespannt. Vielleicht schmeißen sie den auch einfach nur so in die große Verbindung rein und dann kommt da so ein Picard-Formwandler raus. Ja, ich finde es allgemein ein bisschen schwierig. Also, ich bin ein riesiger DS9-Fan und ich mag einfach diesen Story-Arc. Und dieser Story-Arc hat nichts mit TNG zu tun. Und dass man den jetzt dass man das aufgreift als großen Abschluss für die Figur Picard, finde ich einfach nicht richtig. Okay. Weil das ist so, als wenn du jetzt irgendwie irgendein Voyager-Szenario nimmst, was nichts mit Picard zu tun hat. Das ist so wie das Finale von Star Trek Enterprise. Genau darauf wollte ich hinaus. Genau darauf wollte ich. Also, das war eine Deep Space Nine-Geschichte, die nichts mit TNG zu tun hatte. Es spielte in einem Universum, ja, aber die Charaktere hatten damit nichts zu tun. Und das finde ich jetzt mittlerweile schwierig, muss ich sagen. Weil lass uns doch da auch mal rekapitulieren. Haben wir denn jetzt in Staffel 1, 2 oder 3 eigentlich überhaupt irgendetwas Neues gesehen in diesem Star Trek-Universum, das über irgendwelche, ich sag mal, billige Antagonisten oder sonstige Späße hinausgeht? Es basiert doch alles bislang auf bisher Dagewesenem, ohne große eigene Ideen. Und man schraubt dann noch mal einen Data zusammen, zeigt noch mal einen Androiden von Herrn Sung. Na klar, irgendeine Bedrohung, die aus dem Nichts kommt. Nochmal den Lustkubus. Ja, der Lustkubus, natürlich. Die Inzestschwestern, die kann man doch nicht als neu bezeichnen, sondern höchstens nur als dumm. Und ja, das Ganze hinterlässt einfach einen sehr, sehr fahlen Beigeschmack. Genau, man hat ja als Grundlage, das ist vielleicht das, was neu gewesen ist. Man hat uns das natürlich nicht gezeigt oder nur sehr mit Stock-Image-Fotos.
Diese Geschichte mit den synthetischen, die da dann auch verbannt wurden, das ist ja die Grundlage für das Universum Star Trek Picard. Und da habe ich ja schon in einer der vorigen Episoden gesagt, ja Mensch, wenn man doch jetzt als Prämisse oder als Basis halt diese Geschichte mit 20 Jahre nach dem Dominion-Krieg, die Föderation hat sich verändert, wie auch immer, und Captain Picard oder Admiral Picard steht noch mal auf, um seine alte Föderation zurückzubringen, um die Werte zu vermitteln, die uns auch in TNG gezeigt wurden, gegen alle Widerstände, gegen alle Schwierigkeiten, das wäre doch was gewesen. Aber dass man sich hier jetzt so einreiht in diese Geschichte und jetzt eigentlich eine Deep Space Nine Story da grundsätzlich klaut, um das für Captain Picard seine letzte große Reise zu, ja, irgendwie zu kreieren, finde ich einfach mittlerweile schwierig. Tja, lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Findet ihr das gut, dass hier diese beiden Universen aufeinandertreffen sozusagen? Schreibt es in die Kommentare, wir freuen uns drauf. Wir versuchen auch auf jeden Einzelnen wieder zu antworten, sofern uns das möglich ist. Ja, Jens und mich bekommt ihr nächste Woche wieder zu Gesicht für die 7. Episode von Star Trek Picard. Dominion heißt sie, hast du ja vorhin schon erwähnt. Ja, und wir sind, ja, also du hast gesagt, du bist noch vorsichtig optimistisch, dass du da noch was Gutes zu sehen kriegst. Ich bin unvorsichtig pessimistisch. Ja, ich möchte das vielleicht mal kurz erklären, weil man hat ja jetzt, so unsinnig das jetzt auch war in dieser Episode, aber man hat jetzt ja die Charaktere so ein bisschen in Stellung gebracht. Also ja, meinst du, der Scheiß ist jetzt endlich vorbei? Kann es jetzt endlich losgehen? Ja, genau. Vielleicht geht es jetzt ja irgendwie los und es kommt etwas Brauchbares dabei heraus. Also ich brauche jetzt in der 7. Episode nicht noch irgendwie jetzt den Nächsten aus dem Hut zaubern mit irgendeiner Quatschgeschichte, sondern sie sind ja irgendwie alle da. Das stimmt mich vielleicht so ein bisschen positiv. Aber schauen wir mal. Bis dato, liebe Leute, kommentiert fleißig dieses Video. Wir werden uns die Kommentare wieder vornehmen in einem extra Format. Und nochmal die Erinnerung, zwei wichtige Ereignisse, die uns im April bevorstehen. Einmal der 14. April, das große Zuschauer-Review. Bewerbt euch gerne noch bis zum 30.03. unter gewinnen@scifinews.de mit einer kleinen Vorstellung, warum ihr dabei sein wollt. Und am 22. April, Samstag, den 22. April, unser großes Live-Event zum Staffelfinale, zum Serienfinale von Star Trek Picard. Das dürft ihr natürlich nicht verpassen. Zur Primetime, 20:15 Uhr. Zur Primetime, 20:15 Uhr. Die Science-Fiction-Crew ist auch mit dabei. Also ja, die ist auch dabei. Ja. Rot im Kalender, das Kreuzchen machen und bis dahin natürlich abonnieren, kommentieren, Glocke drücken. Wir haben ja festgestellt, 55% aller Zuschauer haben immer noch kein Abo. Und die holt der Ghoul. Das haben wir in der letzten Zeit nicht so oft erwähnt. Ich habe aber so ein SMS wieder gekriegt von ihm. Der war ziemlich aggressiv, der Ghoul. Boah. Ja, du weißt ja dann, wenn das dann heißt, Nachrichten werden geladen und dann. Da bin ich froh, dass ich hier noch in meinen Bird of Prey einsteigen kann und zur Not abhauen kann, wenn er kommt. Da bin ich froh. Also, liebe Leute, lasst es euch gut gehen. Schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen Morgen, schönen Mittag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis dann. Ciao.